Erstens mal würde ich gerne die Beweggründe kennen von Heinz Müller, weil ich möchte ja Geld haben und dafür ist normal, dass ich eine Gegenleistung bringe. Also mir heute mit 52 schon klar, dass ich definitiv noch nicht mal mehr in der Regionalliga spielen könnte und mithalten könnte. Deswegen weiß ich nicht, was ich da einklage. Das ist etwas, wo ich sage, das hat mit Anstand, Respekt auch dem Beruf gegenüber zu tun. Man findet dann immer auch Anwälte, die das dann gerne vertreten und so hat man dann zumindest mal Schlagzeilen. Das ist überhaupt nicht dem Berufsbild entsprechend, weil eben genau Leistung und Gegenleistung nicht mehr erbringbar ist. Sie können das nicht vergleichen mit einem Bankangestellten, der natürlich bis zum 60., 63. Lebensjahr, mit einem Polizisten, der bis zum 60. Lebensjahr oder wie lange auch immer arbeiten kann, seinen Job erfüllen kann. Das geht bei einem Bundesliga-Profi, Zweitliga-Profi eben nicht mehr oder ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Und das ist dann für mich sehr befremdlich, wenn man sowas einklagt.